Richtig schlimm. Einmal mit dem Deutschlandticket von der Großstadt ans Meer. Versteht nicht einsteigen. An einem Tag. Das ist meine Challenge. Wie sie gegen Berlin-Bahn reisen, hier geht ans Ende der anderen Welt. Ich bin in München am Hauptbahnhof. Es ist kurz nach 5. Und ich fahre jetzt mit dem Regio 16 Stunden, wenn alles gut läuft. Und sie mal umsteigen in den Urlaub. Gut, ehrlicherweise nur einen Tag. Vorausgesetzt, wir kommen an. Sonst war es das mit unserem Urlaub. Wir haben das Deutschlandticket. Wir kommen jetzt for free vom Süden in Deutschland, hier aus München, an den nördlichsten Bahnhof, den es in Deutschland gibt, Sylt. Ich glaube, das wird ein Try and Error. Drückt mir die Daumen. Drückt mir alle Daumen, die ihr habt. Und ich nehme euch mit. Ich glaube, wir müssen viel rennen. Danach können wir euch sagen, wo die krassesten Bäcker an allen Bahnhöfen sind, wo die schönsten Strecken sind. Und was beim Bahnfahren gut klappt und was nicht. Wir sind danach, glaube ich, Bahnprofis, weil mehr Bahnfahren geht in Deutschland weg. Seit 1. Mai gibt es das Deutschlandticket. Bis Mitte Juni sind 11 Millionen Tickets verkauft worden. Es soll ja vor allem den Nahverkehr stärken und PendlerInnen vom Auto in die Bahn bekommen. Aber von München bis nach Sylt... Habe ich Angst, dass wir nicht ankommen? Ja. Finde ich es Witziges herauszufinden für euch? Ja. Wir müssen es innerhalb eines Tages in unser Hotel nach Westerland schaffen. Sonst sitzen wir auf der Straße. Ein anderes Hotel gebucht haben wir nämlich nicht. So, geht los. 1. von 7 Regios. 2,5 Stunden nach Nürnberg. Die Strecke dauert sonst 1 Stunde. 2,5 geht ja noch. Mal sehen, was wir nachher sagen. Was bringt das Deutschlandticket denn jetzt wirklich? Zu der Frage gibt es ja inzwischen schon Zahlen. Die Bahn spricht von 25% mehr Menschen in den Zügen. Eine Auswertung vom Navigationsanbieter TomTom für die ARD hat 26 Städte untersucht und gezeigt, in 19 davon sind Staus und Verkehr tatsächlich weniger geworden. Aber nur 8% der Deutschland-TicketnutzerInnen sind laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen wirklich neu auf den ÖPNV umgestiegen. 46% waren vorher schon Stammkunden und der Rest sind Gelegenheitsfahrende. Einfach einmal quer durch Deutschland fahren wir jetzt. Das ist wirklich crazy. 1026 Kilometer. Ich glaube es noch nicht so richtig, dass ich jetzt so lange Regio fahre, muss ich ehrlich sagen. Was Jonas gerade aufgefallen ist, dass man hier nicht Akku laden kann. Ne? Im ICE hat man ja Steckdosen, kann Handys laden. Das mache ich auch immer. Es wird halt in Regio ein Thema sein. Mein Deutschlandticket ist ja auch im Handy drauf. Das heißt, wenn das Akku leer ist in diesen 16 Stunden, müssen wir irgendwo unseren Bahnhof chillen und da irgendwo unsere Steckdose laden. Also ich glaube, es gibt mehr Herausforderungen, als wir bis jetzt noch uns bewusst sind. Gut, so ein Handy-Ladeproblem ist mal das eine. Aber bei der ARD-Mitmachaktion Hashtag besser Bahnfahren haben wir viele Rückmeldungen bekommen, woran es noch so hapert in der Bahn und wonach Menschen ihre Verkehrsmittel generell auswählen. Platz 1, Pünktlichkeit. Platz 2, Stressfreiheit. Platz 3, Wohlfühlen. Platz 4, dass keine Planung notwendig ist. Platz 5, dass es das Leben leichter macht. Ja, damit fängt es bei uns jetzt mal an. Jonas? Also laut der Anzeige draußen haben wir jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Das ist top, dann dürfen wir nachher rennen. Nee, aber wirklich, guck mal, da steht, eigentlich hätte der um 8 Uhr hier ankommen müssen. Jetzt steht der 8:05. Warte mal, da rennen irgendwelche Leute. Hat das auch was? Ja, das ist unserer da. Rennen die da jetzt alle hin in den Zug? Scheint so. Warum rennen die denn? Weil es nicht so viele Plätze gibt, müssen wir auch rennen? Da steht nicht einsteigen. So, ab in den zweiten Regio. Los. Irgendwo einen Platz finden, wo wir allein. Hier? Der Zug ist jetzt deutlich voller als der andere. Voller. Vorne hatten wir noch entspannt Platz. Genau, hier haben wir jetzt keinen Platz. Wir haben ihn aber bekommen. Check. Wir sitzen im 2. von 7 Regios. Check. Ein paar Leute steigen dann doch aus. Ich habe hier was gefunden. Erstmal 2 Vierer gesnackt. Einmal habe ich einen Vierer gesnackt, aber schau mal in die Decke. Ein bisschen
bisschen Zeit für Ruhe. Vor dem Sturm. Bis Uppsala erhöht sich die Verspätung voraussichtlich auf ca. 30 Minuten. Den wollten wir eigentlich nehmen, den 11.12 Uhr, oder? Ja. Das heißt 13.12 Uhr. 2 Stunden. Vielleicht hat der nächste ja auch eine Verspätung. Also sonst müssen wir da 2 Stunden warten. Hier sagt er mir eine neue Verbindung. Ludwigsstadt. Ist das die nächste? Da waren wir gerade. Oh nee, da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Hätten wir aussteigen müssen. Ah, top. Unser Anschlusszug ist weg. Es ist der Tiefpunkt dieser Reise. Wir hängen fest. Im Nichts. Mitten in Deutschland. Das macht mir alles fertig. Am Schluss kann ich mir in jedem Bahnhof für 10 Euro einfach so essen. Und bin auch am Schluss bei irgendwie 70 Euro Food. Und welchen Zug müssen wir jetzt nehmen? 11.53 Uhr auf Gleis 2. Nach Leipzig, also wieder danach. Aber der hat auch schon wieder Verspätung, ne? Wir hatten jetzt eine Verspätung in unserem zweiten Regio. Deswegen haben wir unseren Anschlusszug nicht bekommen. Wir ändern jetzt aber unsere Route. Wenn wir jetzt hier 2 Stunden warten und dann die gleiche Route fahren, dann kann es passieren, dass, wenn wir wieder eine Verspätung haben, heute nicht mehr auf Sylt ankommen. Deswegen entscheiden wir uns für eine Alternativroute von hier, wo es auf der Strecke mehr Puffer an den einzelnen Umstiegsbahnhöfen gibt. Yes. Und deswegen hoffen wir, dass wir heute dann wenigstens um 23.35 Uhr ankommen, 2 Stunden später wenigstens ankommen. Ich muss sagen, es ist halt auch ein bisschen frustrierend, wenn man da halt hochguckt und es kommt halt auch ein ICE gleich, mit dem wir halt viel schneller irgendwo wären und darunter steht unser Regio. Ja. Und wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass unser Zug zu spät ist? Die Bahn selbst. Sie ist nämlich für die Pünktlichkeit verantwortlich. Laut eigenen Angaben sind aber 92,5% der Züge im Nahverkehr on time. Verspätungen unter 6 Minuten sind in der Statistik gar nicht enthalten. Auch nix. Die Stimmung ist wieder besser, weil wir sind wieder in Bewegung, wir sind am Fahren. Das heißt, die Möglichkeit besteht weiterhin, dass wir auf Sylt ankommen. Es war eine kleine Downphase, muss ich ehrlich sagen. Aber wir einfach festsagen. Dass das mit der Pünktlichkeit in der Realität oft anders aussieht, ist sich die Bahn selbst aber auch bewusst. Mit Generalsanierung der wichtigen Korridore will sie im nächsten Jahr nach und nach signifikante Verbesserungen bei der Pünktlichkeit erreichen. Hier drin ist irgendwie nicht so gut, die steht. Das ist echt ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ich würde eigentlich zum Fenster öffnen, aber hier gibt keine Fenster. I don't care what Freddy you was in, you can't offer me. Keep drinking. Es ist wirklich keine Luft, da sind so gar keine Luft. Herzlich willkommen in Leipzig. Wir sind in Leipzig. Fast die Hälfte ist geschafft, sind dann 8,5 Stunden unterwegs. 9,5 haben wir noch. Ich bin gut durch. Freue mich aber auch, dass es weitergeht. 5 Züge sind es noch. Ja, und in 3 war ich schon. Also sind noch ein paar. Vamonos. Sylt, wir kommen. Durch unsere Planänderung kam noch ein Zug dazu. Der Leipziger Bahnhof ist übrigens meiner Meinung nach der schönste auf unserer Reise. Was war eure längste Bahnfahrt? Wo seid ihr da hingefahren? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wir sitzen hier gerade 2 Girls gegenüber. Das sind 2 Schwestern, das habe ich schon davor rausgehört. Und ich habe sie gerade auch gefragt, ob sie ein Deutschland-Ticket fahren. Und sie tun's. Und deswegen teile ich jetzt mal mit euch die Geschichte von ihnen. Du nutzt das Deutschland-Ticket oder ihr beide? Ja, genau. Also jetzt hauptsächlich im Sommer, beziehungsweise es gibt es ja eh erst seit Mai oder so, glaube ich. Und ich glaube, jede einzelne Fahrt, die wir gemacht haben, oder die ich gemacht habe auf jeden Fall, ist irgendwie schiefgegangen. Also Anschluss verpasst. Also so auch verpasst, dass ich halt nicht mehr nach Hause kam. Ach, krass.
dass ich halt irgendwie einen Bus hätte nehmen müssen. Und ich war aber zum Glück nicht allzu weit von meinen Eltern entfernt. Die haben mich dann abgeholt. Aber ich würde es eigentlich gerne mehr nutzen. Es ist aber halt so ungewiss. Bei der ARD-Mitmachaktion Hashtag besser Bahnfahren haben uns die ZuschauerInnen auch geschrieben, was ihrer Meinung nach besser werden muss. Pünktlichkeit an erster Stelle, gefolgt von Taktdichte und Fahrzeit. Unser Plan ist ja, nach Sylt zu kommen. Mhm. Und wir fahren nach Magdeburg und dann Uelzen und Hamburg. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen? Ja, es ist ganz, ganz mies. Also der Umstieg von Uelzen nach Hamburg ist schwierig. Die Ankunftszeit ist bei 18.58 Uhr und der Zug fährt ab um 19.01 Uhr und es steht hier wahrscheinlich nicht erreichbar. Umstiegszeit sind halt nur 3 Minuten. Ich weiß halt nicht, wo der abfährt. Auf der ganz anderen Seite ist 103. Ja? Hier wird das so, wir fahren 302 an oder so, glaube ich. Ja. Und dann einmal ganz rüber. Und rein im Tunnel und dann ganz durch. Ist okay. Komplett durch. Auf jeden Fall komplett durch. Das. Was ich spürt gerade. Ist einfach so schön, wirklich. Regio ab Magdeburg, merkt euch das. Ist richtig schön. 6 von 8 Regios bis jetzt geschafft. Mein Zwischenfazit ist Puffer. Puffer ist the key. Baut euch Puffer ein, wenn ihr Regios fahrt und viele Wechsel habt. Sonst kommt ihr nicht ans Ziel. Sagen wir mal 10 Minuten standardmäßig Verspätung. Und dann musst du von dem einen Gleis zum anderen kommen. Die sind meistens so weit voneinander entfernt. Nicht so gegenüberliegendes Bahngleis. Nee. Ans Ende der anderen Ende der Welt. Da ist er schon. Ist das Deutschlandticket jetzt ein Erfolg? Und wird es genutzt oder nicht? Laut aktueller Infratest-DiMAP-Umfrage von August kommt das Ticket für 42% der Befragten noch immer nicht in Frage. 40% können sich zumindest vorstellen, es zu nutzen. Und 16% der Befragten haben es. Offen ist aber noch, wer zahlt den Spaß weiterhin? Bund und Länder teilen sich im Moment noch die Kosten von jeweils 1,5 Milliarden Euro. Wie es weitergeht, darüber streiten sie sich gerade noch. Er ist sogar früher da, das kann doch nicht sein. Er ist früher da, ich glaube es nicht. Nur unsere Bahn sieht leider so aus. Oh, ich setze mich mal hier neben mich. Ich glaub's nicht, aber wir sitzen im letzten Zug. Es ist der letzte Zug. Wenn der jetzt nicht irgendwie noch einen technischen Fehler hat und irgendwie auseinanderfällt, dann sieht's sehr gut aus, dass wir heute auf Sylt ankommen. Und dann haben wir es wirklich in einem Tag geschafft. Gut. Nein. Jetzt kommt. Oh nein, nein, nein. Ich will jetzt schon nicht bleiben. Keine Minute länger. Hier, hier. Wir sind da. Nach 18 Stunden sind wir da. Crazy! An sich finde ich das Deutschlandticket mega gut. Wir haben auch gesehen, dass die unterschiedlichsten Leute das benutzen und damit auch reisen. Was total cool ist, weil man einfach für 49 Euro im Monat überall hinreisen kann. Was noch nicht ganz so gut läuft, ist, die Regios kommen zum Teil zu spät, sind mega überfüllt. Da muss infrastrukturmäßig auf jeden Fall noch ein bisschen was besser ausgebaut werden. Ab ins Hotel, ab ins Bett, morgen checken wir noch mal mehr aus. Ihr könnt auf dem Instagram-Kanal von SWR Doku noch ein paar Reels von uns sehen, wenn ihr das wollt. Ich sag, es war ein Vergnügen mit Jonas, mit euch beim Zusehen. Gute Nacht aus dem Westerland. Tschüssi! Ich hab das Gefühl, dass ihr alles für sie normal ist. Und sie sagt mir, was sie spürt grad. Ja, sie findet mich sympathisch. Ich fahr mit dir ganz allein und durch.